Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezepte aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. In unserer Ramadan-Reihe machen wir heute eine super einfache und sehr, sehr leckere Limonade. Und zwar Mojito. Das ist eine Limonade aus frisch gepressten Zitronen und frischer Minze. Mojito ist eine leckere Erfrischung zu einem reichhaltigen Iftar-Menü. Sie passt auch super gut in den Sommer als kalte Erfrischung oder aber auch zu einem Grill-Event. Ich sag's euch Mädels, ihr seid in 0, nichts fertig mit eurer leckeren Limonade und natürlich findet ihr alle genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Und bevor es losgeht, abonniert doch noch gerne kostenlos meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht gemacht habt. Wir benötigen für die Zutaten 250 Gramm Zucker, den Saft von 3 Zitronen, 50 ml Milch und einen halben Bund frischer Minze. Ihr kennt sicherlich die kleinen Päckchen mit frischer Minze aus dem Discounter. Darin sind meist 40 Gramm Minze enthalten. Für unser Mojito benötigen wir davon die Hälfte, also ca. 20 Gramm. Wichtig zu beachten ist auch, dass wir ausschließlich die Minzblätter benötigen. Weiter benötigen wir noch 1,5 Liter frisches Wasser. Wer möchte, aber dieser Schritt ist völlig optional, kann mit grüner Lebensmittelfarbe seiner Mojito noch eine schöne Farbe vergeben. Wir beginnen damit, dass wir alle genannten Zutaten außer die Milch in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixstab gründlich verrühren. Wir mixen alles so lange miteinander, bis die Minzblätter so gut wie möglich aufgelöst sind. Dem Ganzen geben wir nun, um es einfacher zu vermixen, einen Teil der 1,5 Liter Wasser mit hinzu. Das Ganze mixen wir nun so lange, bis der Zucker als auch die frischen Minzblätter aufgelöst sind. Zu guter Letzt geben wir jetzt noch unsere 50 ml Milch mit hinzu und vermengen das Ganze nochmal gründlich miteinander. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig mit unserer Mojito. Ihr seht, von Natur aus hat unsere Limonade schon einen leichten Grünschimmer durch die Minzblätter enthalten. Jedoch fehlt mir hier persönlich noch die quietschgrüne Farbe, genauso wie man das Original in Algerien kaufen kann. Und daher werde ich dem Ganzen noch etwas grüne Lebensmittelfarbe hinzugeben, bis mir die Farbe gefällt. Aber wie gesagt, Mädels, dieser Schritt ist rein optional. Als letzten Schritt benötigen wir jetzt noch eine große Wasserflasche, ein Sieb sowie ein Trichter, in dem wir nun unsere Mojito abfüllen können. Wir sieben unsere Mojito daher ab, um die Minzblätter zu entfernen. Diesen Vorgang müsst ihr je nach Feinheit eures Siebes ein-, zweimal wiederholen. Die Mojito schmeckt kaltgestellt am besten und ihr solltet natürlich auch darauf achten, da Milch enthalten ist, die Mojito immer kalt zu stellen und nicht über Nacht draußen stehen zu lassen, weil dann kann es euch passieren, dass euch die Mojito aufgrund der Milch kaputt geht. Im Kühlschrank hält euch die Mojito 2 bis 3 Tage, wenn überhaupt die so lange vor euch bestehen bleibt. Ich sag's euch ganz ehrlich, die ist bei uns am selben Tag noch weg. Also ich stelle die gar nicht in den Kühlschrank, außer zum Abkühlen oder zum Kaltstellen beziehungsweise. Und dann ist die weg am selben Abend noch, genauso wie die Sherbet. Das kann ich euch auch mal verlinken, das Video. Auch eine super leckere Zitronenlimonade. Jetzt ist unsere Trinkflasche mit knapp der Hälfte mit unserer Mojito gefüllt und den Rest füllen wir jetzt auf mit normalem frischem Wasser. Somit bekommt ihr am Ende ca. 2 Liter leckere Mojito heraus.
Und schon seid ihr mit eurer eigenen Mojito fertig. Ihr stellt sie jetzt in den Kühlschrank, damit sie schön kalt wird und könnt sie dann zu Iftar oder wie gesagt an einem heißen Sommertag servieren. Hier zeige ich euch nochmal ganz kurz, welche quietschgrüne Farbe ich gemeint habe. So gefällt mir unsere Mojito einfach am besten und serviere sie sehr, sehr gerne, vor allem unseren Gästen. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung unserer Mojito hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch sehr gerne ein Like zu diesem Video. Und wenn ihr zukünftig keine meiner Rezepte verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Ramadan.